Mia, willkommen zurück zu Okami. Da schläft die liebe Ami einfach schon. Ich habe mal ein bisschen meine Hand ausgeschüttelt und hoffe, dass wir jetzt besser hier raufkommen. Der Großteil hat ja auch so funktioniert. Weil ich könnte ja nicht mal sagen, ich mache jetzt mal eine Pause und nehme das dann anders weiter auf. Kann ich nicht speichern. Da muss ich alles nochmal machen. Ich will die Kiste nicht, habe ich beschlossen. Ich will rauf. Okay, oh, ich wollte gerade sagen, muss ich jetzt ganz rum. Ich hasse euch. Katzenstatue. Eine der 13 Sternzeichenschätze. Oh, weckt den Eindruck von Einsamkeit. Das ist aber schade. Hier oben auf den Plätzen sind jetzt ja nicht mal mehr Katzen. Hauptsache, wir gehen noch weiter rauf. Oh. Oh, we did it. Oh ja. Ist ja auch schon, wie es wieder zurückgehen wird. Jetzt wünsche ich, hätte die eine Kiste doch mitgenommen. Ja, das ist ja nett. Räuchergefäß. Die machen es aber auch spannend. Kamera ein. Moin. Ami, sieh, da drüben ist ein Miezekätzchen. Ich frage mich, was sie hier oben so ganz alleine macht. Sie wird doch nicht den ganzen Weg alleine hochgeklettert sein, oder doch? Sicher gibt es hier oben überhaupt nichts zu essen. Ja. Da gehen wir direkt was. Das Miauen hat aufgehört. Hm, eine Konstellation? Hier? Ach, ich so, du bist aber auch schwer vom Begriff. Ui. Wohin? Ist noch eins. Oh oh. Was ist das für ein Bild? Anne, ich erwarte Aufklärung. So, wir haben Kabelgami. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Das wirbelige Getöse des Bösen dort unten hat mich hier heraufgetrieben. Von diesem Hochsitz aus beobachte ich die Welt dort unten und ihren Verfall. Wenn meine Macht noch einmal gebraucht wird, dann werde ich, Kabelgami, Gott der Wände,
freudig eine Brücke der Hoffnung all jenen dort unten anbieten. Hey, ich bin nicht dein Spielzeug, mit dem du so rumspringen kannst. Warte einen Moment, das muss Kabigami, einer der 13 Götter, gewesen sein. Du weißt schon, der mit der Pinseltechnik? Katzenfuß. Moment. Okay. Und dieses Miezekätzchen ist ein Bote der Götter. Und ich hatte gedacht, sie wäre nur eine streunende Katze. Aha. Wow, sieh dir mal das an, die Statue beginnt zu glühen. Oh, ich hab's. Diese Kabigami-Statue sagt dir, wie man die Technik Katzenfuß benutzt. Ami, zieh einen Strich von der Statue aus die Wand hoch. Dadurch lenkst du die göttliche Macht des Katzenfuß in die Wand um. Aha. Es hat doch schon fast geklappt, aber immer noch nicht recht. Ein recht lahmer Versuch, muss ich sagen. Katzenfuß ist eine Technik, um Wände hochzuklettern, stimmt's? Und sei nicht so kleinlich mit deinen Strichen, okay? Ja. Guck dir das an, Ami. Das Kabigami-Zeichen ist auf dem Pfad, den du von der Kabigami-Statue aus gemalt hast, erschienen. Jetzt kannst du jederzeit an der Wand hochklettern, indem du das Kabigami-Zeichen einfach erscheinen lässt. Dabei fällt mir ein, kannst du dich an die anderen Kabigami-Statuen erinnern, die wir gesehen haben? Wir sollten diese Pinseltechnik auch bei denen mal ausprobieren. Ja, seit dem allerersten Gebiet. Ja, das könnte heiter werden. Oh, wow. Riesenkatz. Wow, das ist aber eine große Katzenstatue. Das muss die Spitze des Turms sein. Ist dieser Wind hier nicht erfrischend? Bestimmt. Fragment der Sonne. Yes, nice. Okay. Goodie. Zum Glück waren nicht alle Türme, an denen wir die Statuen gesehen haben, so hoch wie der hier. Jetzt will ich aber eigentlich noch die eine Kiste haben, weil ich werde hier bestimmt nie wieder hingehen. Nie wieder. Aber rückwärts darunter ist natürlich... Wahrscheinlich geht das gar nicht. Wahrscheinlich kriege ich die jetzt nicht. Ja, man muss mit der Meerjungfrau-Quelle vorlieb nehmen. Ja. War die jetzt noch eins tiefer oder war die hier zwischen? Ich kann nicht weiter runter, richtig? Passieren, wenn ich hier runtergehe. Ich bin gefangen. Ich komme niemals an die eine Kiste. Es sei denn, ich habe irgendwann so große Langeweile, dass ich alles nochmal erklimme. Und da ist sie doch noch da oben. Naja, man sieht so schlecht. Na gut, verkackt. Verkackt hab ich's. Ja, wo geht's denn hin? Hier bin ich jetzt, ne? Ich würde gerne auf... Ich will nicht da ein bisschen... Ich weiß, dass da auch Katzenstatuen waren. Was ist denn mit den beiden links unten? Da geht meine Maus einfach gerade nicht hin. Ja, jetzt. Das ist die Küste. Adelsviertel. Der Turm. Da muss ich wieder zur Küste, ha? Huh?
gut. So ist es. So ist es. Okay. Ach Gott, hier. Okay. Lass mich durch. Wie bekommt ein Tier wie du die Erlaubnis, das Kanmon-Tor zu passieren? Manchmal frage ich mich, was sich die Königin denkt. Ja, lass mich durch. Was ist los, Welpe? Soll ich das Tor öffnen? Ja, bitte. Es gibt gar keinen Grund für diesen dringlichen Blick. Ich werde das Tor sofort öffnen. Sein Mann da ja auch noch solche. Kleinen Säulen in der Insel. Aber ist denn jetzt Orca noch da? Frage aller Fragen. Auf jeden Fall speichern wir mal wieder. In Sichtweite, der ohne Insel zu arbeiten hat mich um Jahre altern lassen. Ist aber auch egal. Zeit loszulegen, ein paar Geschäfte zu machen. Yes. Sag mal. Okay, was hast du Feines? Nee, das sind meine Sachen. Ah ja, die Sachen hattest du. Gut. Ach ja. Hunde dürfen auch was bekommen. So, und wir können natürlich jetzt noch die Schriftrolle vorlesen. Von Tagegarten. Nee, die Schatzliste. Na gut. Alter der 13 Sternzeichen Schätze weckt den Eindruck von Einsamkeit. Er hat die Götter, na gut. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe da noch was bekommen. Ja, der dient. Orca. Ich wollte da noch mal rüber. Da bist du ja. Ey, immer daneben. Der Eingang zum Drachenpalast ist ein Wirbel, aber ist gerade versteckt, um die bösen Wesen fernzuhalten, die die Gegend plagen. Du musst den Wirbel in den Weiten des Meeres finden. Das ist die von Otohime geforderte Prüfung. Ja, ja. Das wissen wir bereits. Jetzt lass ihn uns endlich finden gehen. Hi ho, Orca. Ne, ich will nochmal zur Katzeninsel. So. Diesmal müssen wir auch nicht ganz bis darauf. So, wo sind die Türmchen? Ah ja. Wo ist der da noch? Also, dann ist noch mal ganz bis darauf für die Kiste. Nein, natürlich nicht. Niemals. So. Richtig schön. Guck mal, ich kann jetzt überall hier rauf. Mensch, Mensch.
Ah ja, hat sich doch noch gelohnt. Okay, gut, der Turmkatzenschrei wäre damit auch geschafft. Gott sei Dank. Und dann schauen wir mal, was wir morgen weiterhin hier auf der Ryushima-Küste so treiben. Vielen Dank fürs Zusehen. Schalte doch morgen wieder ein. Ich gehe nochmal speichern. Würde mich noch sehr über den Kommi freuen. Und dann bis morgen, würde ich sagen. Bye, bye.